Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Diesmal gibt es wieder eine Rap-Box. Diesmal von D-Ho. 1 Million Berlin präsentiert. All-In Edition. Von Das Kettenreime Massaker. Erstmal riesengroßes Dankeschön an D-Ho, dass der gute Mann mir diese Box gesponsert hat. Sehr nett. Können sich einige andere Rapper mal ein Beispiel nehmen. So. Ja, das Geld hätte nämlich sonst dafür nicht gelangt. Aber ich fand sie auch schon sehr interessant, als sie auf Amazon angeboten wurde. So, Inhalt. Das Highlight ist der USB-Stick. Gucken wir uns dann gleich mal auf dem PC an, den ich hier schon angemacht habe. CD, zwei CDs, USB-Stick mit der gesamten Diskografie, 102 Songs, Text und Videos zu Kettenreime Massaker, Autogrammkarte mit Unterschrift, drei runde Sticker und ein A3-Poster. Cooler Inhalt auf jeden Fall. Und ich habe noch keine Box gesehen, in der so viel Musik drin ist. Ja. Link zum Messer in der Beschreibung. Sowie zu der Box, zu der CD und dem MP3-Download. Wenn ihr dieses wunderbare Album hören wollt, dann kauft es gefälligst legal und ladet es nicht illegal runter. So, die Box an sich ist erstmal schlicht. Es ist dünne Pappe, sozusagen zum Schieben. Ja, das war's. Box an sich nicht spektakulär, aber sieht gut aus auf jeden Fall. Dieses Thema hier, überall Blut und sehr düster gehalten. Von Kettensägen Massaker offensichtlich abgeleitet. Jo, sieht nice aus. So sieht die Innenseite, also die Rückseite der Innenschachtel aus. Absolut geisteskrank. Aber sehr cool gemacht, so mit Tesafilm dran geklebt. Ah, natürlich nur aufgedruckt. Geisteskranke Autogrammkarte. Noch UV400 Aufkleber auf der Sonnenbrille. Junge, die Maske. Die Ho, echtes Edding Autogramm. Sieht auch so aus. Genau, schick. Die Aufkleber sind rund, ob man das sieht, keine Ahnung. Die Ho, das Kettenreihe-Massaker, die Ho, der Mutter als Handgranate und ein Bild dieses wunderbaren Mannes. Die Ho, schön. Dann, da wurde wieder mal ein Fehler gemacht, oder? Zwei Poster. Hier steht aber nur ein Poster, also ja. Da hat er mir zwei Poster mitgegeben. Ich hoffe, hier fehlt niemandem das Poster. Ja, das ist immer das Gleiche. Also wer sich zufällig diese Box gekauft hat und dem ein Poster fehlt, sagt Bescheid. Jetzt melden sich bestimmt 1000 Leute und wollen das Poster gerade haben. Nee, sie haben uns gar nicht das Poster angeschaut, meine Güte. Rückseite. Das Album, der Albumtitel und der Interpret sozusagen. Und die Vorderseite. Auf diesem wirklich sehr kleinen Poster. Ja, das ist doch A4. A3 Poster, das ist doch kein A3, das ist A4. Dieser Hund. Also wenn man zwei A4 Poster reinlegt, ist das dann noch lange kein A3 Poster. Was zum Teufel? Na egal. Jedenfalls sieht es cool aus. Und es ist so schön klein, das hänge ich mir auf jeden Fall hin. Mit Kettensäge. Oder? Das ist keine echte Kettensäge, die ist reingefotoshoppt, aber sieht auf jeden Fall cool aus. Jedenfalls sieht es so aus. Oder ist das eine echte? Keine Ahnung. Sieht jedenfalls sehr krank aus mit dieser Maske, mit der Brille. Mit dem Hintergrund so ein paar Blutspritzer. Nichts Professionelles, aber auch nichts Schlechtes. Sehr schön. Also das Thema wurde definitiv gut durchgezogen und die Aussage des Albums wurde nicht verfehlt. Feinste Blasenfolie, no homo. Ganz ruhig. Das Meth macht mich zum Tier. So, das war's dann.
was kein negativer Unterton sein sollte. Die zwei CDs. Machen wir die mal auf. Einmal das Kettenreim-Massaker und einmal Zweckreim-King. Nice. Instant Classic präsentiert die Ho Zweckreim-King. Featuring Battle Babas, die Reimebude, Visit, Fist, Visit, ich bin Spasti, und so weiter. Hier gibt es auch noch mal eine Menge Mucke, und zwar 17 Tracks. Sehr schön durchgestaltet, so von Visualisierung her, gefällt mir. Na, was haben wir denn hier? Ein Panzerrohr. Und nochmal ein paar Diho dankt allen Müttern dieser Welt, den Cops, die sich jederzeit mit Kokain schmieren lassen und so weiter. Auf jeden Fall eine Menge Witz drin hier, in der ganzen Sache. Und ja, schick. Das zweite Album, das Kettenreime-Massaker. Also das ist wirklich ein ordentliches Solo-Album, sozusagen. Dieser Mann. Eieiei. Ja, Solo-Album. Naja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Tracks mit Features. Also 11 Features, ganz ruhig, und 18 Tracks, von dem einer Bonus ist. Sehr nice. Werde ich mir dann definitiv mal geben. Diho kann man auf jeden Fall anhören. Von den Texten her, vom Sound her, wenn man sich an die Stimme gewöhnt hat, ist echt cool. Also wirklich, wer den noch nie kennt, guckt euch mal auf YouTube ein bisschen die Mucke an und dann gönnt euch vielleicht doch mal ein Album von dem guten Mann. Kann man nur so kaputt sein? Das muss doch geil sein. Was bisher geschah. Nach dem riesigen internationalen Erfolg von Zweckreim King 2013 stieg die Schwangerschaftsrate von Müttern rapide an. Sämtliche Drogenmärkte erfuhren einen wirtschaftlichen Aufschwung. Man sprach vom neuen Wirtschaftswunder. Doch 24 Monate Wohlstand und Vollbeschäftigung sollten ihr Ende finden. Eine riesige Welle an Wackness traf Deutschland unvorbereitet. Was zum... Hey, nice. Ja. Wenn ihr das Ganze zu Ende lesen wollt, müsst ihr euch natürlich die CD erwerben. Oder ihr pausiert einfach das Video, aber naja, was soll's. Und zu guter Letzt der USB-Stick. Im Goldbarren-Design. So fährt er dann aus. Ich habe ein bisschen schwitzige Hände, deswegen ist er angelaufen. Aber das Metall, das ist auf jeden Fall cool. Ich weiß gar nicht, wie viel Gigabyte er hat, werde ich gleich mal nachschauen im PC. So sieht er auf jeden Fall aus. Und ja, ich habe schmutzige Hände, weil ich gerade gearbeitet habe in der Gemüseabteilung den ganzen Tag. Wenn ihr alle nicht arbeiten geht und mir dann vorwerft, dass ich meine Hände waschen soll, diese Scheiße geht nicht raus. Mit Ungepflegtheit nichts zu tun. Ich wollte nur mal ein Statement dazu ablassen, weil es mir auf den Sack geht. So. Bank of Memory, Diho Feingold 999. Dieses wunderbare Gesicht. Net Weight 1000 Grams. Nein, da wurde ich aber schön über den Tisch gezogen. Ne. Cooler USB-Stick auf jeden Fall. Steht das hier? Ne. Bin mal gespannt, wie viele da drauf sind. Den stecke ich jetzt kurz in meinen PC. Einen Moment. So. Er steckt drin, Nomo. Und jetzt schauen wir uns mal an, was da so Schönes alles drauf ist. Und zwar ist das der hier, oder? Ne, hier, Aldi Ho. Genau. Erstmal gucken, was das für ein schönes Ding ist. Also die Eigenschaften, also die technische Aspekte, 3,82 GB sind nutzbar, das bedeutet 4 GB USB-Stick. Ja, hätte ich jetzt auch so eingeschätzt. Das ist alles drauf hier. Sehr schön.
Guck mal zum Beispiel mal das an von 2012. Bam, bam. Klingt jetzt definitiv schon ein bisschen anders, also ja. Kennt ihr noch das Julians Blog? Ach, hört mir auf. Mit einem einzigen Ziel, die Weltherrschaft zu erlangen oder wie den sagen, creating the worldwide Kekside. Ich habe das erste, den ersten Song, den ich von Dio gehört habe, war das Feature mit Gio. Ich kann den Text gar nicht mehr, so lange her. Der hat das immer so komisch zusammengeschnitten in der Hook. Ach nee. War echt ein guter Mann. Zum 2011 sogar hier. Und die vier Videosingles des aktuellen Albums. Finde ich auch sehr nice. Also das ist mal wirklich was anderes. Sowas ist ja nichts Aufwendiges oder Kostspieliges. Der hat einfach nur das Zeug auf dem USB-Stick gezogen und jetzt habe ich das Zeug da. Also von Fan ist das auf jeden Fall was Geiles. Was Kollege oder andere nicht drauf haben. Ich weiß nicht. Finde ich auf jeden Fall mal was Einfallsreiches. Können wir kurz reingucken. Ich hoffe, das ist erlaubt. Ich will nur keine Urheberrechtsverletzung hier, weil YouTube ist da ein bisschen strenger als dann am Ende der Rapper selbst. Ja, du bist Boss. Ja, ich denke, man sieht ein bisschen als Nicht-Kenner dieses wunderbaren Rappers, was er so von Typ ist, wie er drauf ist. Hier sind nochmal die Instrumentals und so weiter, Lost Feeds. Ja, auf jeden Fall alles, was man sich wünschen kann hier auf dem Stick. Und als Fan wird man definitiv gut bedient. Moment, ziehe ich das Ding mal raus, ohne es vorher auszuwerfen. Das habe ich jetzt nicht vorher angeschaut. Nein, das ist Quatsch. Ich habe mir vorher irgendwelche Pornos angeschaut, ist egal jetzt. So. Ja, genau. Wunderbar. Das ist die Box, zu deren Inhalten ich nur sagen kann. Autogrammkarte, drei Sticker, die Box an sich, das Poster, beziehungsweise in diesem Fall die Poster, zwei Alben, LP, wie auch immer der Mist heißt, ist mir egal, das sind zwei Alben, auf denen eine ordentliche Anzahl Tracks drauf ist, und dieser Goldschatz hier von purem Content. Und sogar ein paar Videos sind dabei. Und der Stick mit 4 GB könnten ruhig 8 sein, was soll's. Der Stick an sich vom Design her sehr cool. Auf jeden Fall von Infounterricht zum Beispiel in der Schule. Wozu braucht man dann heutzutage noch USB-Sticks? Sehr nice. Gefällt mir. Ich habe in dieser Box mal wieder was anderes gesehen. Also was es sonst nicht gibt. Und zwar diesen USB-Stick. Ich weiß noch, damals Banger-Musik. Also Farid Bang hat da einen reingelegt. Da kostet die Box ja sogar noch mehr. Der Stick war so gummiartig, also in Form vom Banger Musik Logo, der war richtig kacke. Der hat sich dann so aufgelöst vom Kleber her. Da waren diese coolen Sachen definitiv nicht drauf. Das ist was anderes hier. Ich glaube, die Box hat 35 Euro gekostet. Ja. Dio hat das Geld auch verdient, dass er sich ein bisschen, ja,
mal aus dem Hartz-IV-Lifestyle rausleben kann. Wobei, es ist schon ziemlich nice. Ein wahrer Ehrenmann, muss ich sagen. Danke fürs Ansehen dieses Videos. Gönnt euch doch das Album. Oder zieht euch wenigstens seine Tracks auf YouTube rein. Facebook-Seite abchecken und so. Wären definitiv korrekte Moves. Wie gesagt, viel Spaß noch mit der Musik. Viel Spaß mit mir. Mal sehen, ob dieses Jahr noch ein Video kommt. Wenn nicht, dann alles Gute fürs neue Jahr. Guten Rutsch. Viel Spaß, Weihnachten und so. Euer Max Herzberg.